Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind endlich dort in dem Banditenlager angekommen bei der Mine und können jetzt endlich dieses Banditenlager ausräuchern und den Anführer töten. Und wir fangen einfach mal direkt an. Da sind ein paar Gegner. Aber nichts Dolles. Ich sehe sie. Niemand schlägt einen Orb. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Warum nicht? Warum kann ich mich nicht vor dir verstecken? Niemand schlägt einen Ork. Ah, den hat er kommen sehen. Genau. Den auch. Da sind die ganzen drei. Ich ziehe euch bei lebendigem Leib die Haut ab. Ja, ja. Ich gehe einfach mal hier runter. Der hier vorne wird mir auch nicht jetzt die Suche nicht zu tun. Wer ist hier der Schwächling? Ne? Alles klar. Was ist das hier für Erz? Oh, halt. Das nehmen wir doch mal mit. Da sage ich nicht nein. Gallenschluchtmine. Wo wartet der erste Gegner auf mich? Wieder rausgehen müssen, nehme ich jetzt mal an. Meistens gibt es in diesen Minen, in diesen kürzeren Minen, was es wahrscheinlich ist, nur einen Eingang und Ausgang. Truhe Experte. Jo, perfekt. Zwergenbogen haben wir selber. Brauchen wir nicht nochmal. Anführer töten. Okay. Ist da jemand? Ich war. Oh, oder daneben. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ist da jemand? Der eine jetzt daneben gegangen ist, verstehe ich aber schon wieder nicht. Weil für mich hat er ganz genau getroffen. Ja, für mich. Wollen wir mal ein bisschen Erze klopfen. Auf geht's. Ist jetzt nicht so spannend. Seht ihr, da habe ich einen Rubin sogar bekommen. Ich könnte auch halt theoretisch jetzt die Spitzhacke in die Hand nehmen und das selber bauen, eigentlich. Seht ihr? Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das sieht aus, als ob das ein bisschen schneller geht. Dann machen wir das doch.
Kehren wir mal zu dem Jahr von Falkenring zurück. Belohnung zu kassieren oder so? Ah, wir sind ja eine Stufe aufgestiegen. Stimmt, ich hab's ja voll vergessen. Neue Stufe. Ah, wir werden jetzt die Gesundheit erhöhen. Gucken mal. Bei der Schießkunst kann man die Sachen verbessern. Das ist nämlich hier die ruhige Hand. Ah, der Hund steht da nicht. Okay. Damit geht's im Programm. Mit dem Jarl von Falkenring. Den diesmal auf seinem Thronsystem wir nicht wecken müssen. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ich habe den Anführer der Gallenschluchtmine getötet. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hier, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Oho. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Oh ja, gerne. Braucht ihr denn sonst noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tarne. Es wäre mir eine Ehre. Dann macht euch auf den Weg. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Blocken verbessert. Haha. Kann ich davon noch was mitnehmen? Muss damit nicht. Okay, wo zum Teufel könnte sich denn der aufhalten, mit dem ich sprechen soll. Also ich finde das immer super, dass ich mir das Gold einfach so nehmen kann, dass das kein Stehlen ist. Also ein paar blöde Tränke stehlen. Sage ich doch mal nicht nein. Noch kein Gold. Oh. Jetzt habe ich den Nordmin. Okay. Essen. Fallen lassen. Zack. Brauche ich dich. So, bist du das da oben? Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ah. Ich diene unter Jarl Sipgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Ich nehme es. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier ist die Besitzurkunde eures Hauses. Folgt der Straße von Falkenring nach Osten und nehmt an der Kreuzung die Straße nach Norden. Nach Kiefernbacht müsst ihr euch links halten. Okay. Möge die... Wie viel Geld habe ich noch? Zeit auf ewig euren Pfad erhellen. Könnte dann mal gucken, wie das ausschaut. Aber jetzt nicht. Da müsste ich hin. Das Haus möchte ich mir aber jetzt gerade nicht angucken. Deswegen werde ich jetzt erstmal diese Quest rauswerfen. Und dann nach diesen Dinger da gucken, weil meines Erachtens nach müsste das hier so in dem Bereich sein. Dann gehen wir mal zum Lager der Sturmmäntel und richten uns dann wirklich komplett nach Westen, dort wo wir den nächsten Splitter finden können.
Okay, kann ich Lehm sammeln für das Haus, was ich da gerade eben gekauft habe, was ich selber baue? Okay, kann ich damit aufhören? So, okay. Soweit ich weiß, muss ich mal hier drüben. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr weit sein. Ich hoffe diesmal, dass es klappt. Diesmal die Karte richtig gelesen habe, die ich mir angeguckt habe. Das heißt aber nie was, wenn ich mir irgendwie. Ah. Okay. Da ist diese Ruine. Von dort aus dürfte es dann nicht mehr weit sein. Komme ich jetzt stumm wieder dorthin? Ja, ich werde wohl um den Berg herumlaufen müssen. Ah, vielleicht hier. Durch diese Festung. Keine Banditen oder sowas. Auch eine Seltenheit dabei. Den Drachen möchte ich jetzt da oben nicht aufwecken. Sondern. Sehr wild. Und jetzt muss ich gleich mal gucken. Hier ist dann. Ja, das müsste diese Richtung weiterhin sein. Ja, da ist ein Drachen. Rein, ne? Da ist hier. Wo kommen wir denn eigentlich hier hin? Was ist das hier oben? Oh, hab ich ihn getroffen. Wanderer wie? Nein, vielleicht ein Pilger? Seid ihr gekommen, um mit Perite, dem verdorbenen Fürsten und Meister der Aufgaben, zu reden? Kann ich mit Perite in Verbindung treten? Nicht jeder ist dafür geschaffen, meinen Herrn anzubetten. Aber Cash mag euch. Es gibt eine Methode, mit der Perite mit denen redet, die ihn annehmen. Wenn ihr mit ihm reden möchtet, brauchen wir das Räuchermittel. Ah, erzählt mir mehr etwas über dieses Räuchermittel. Ja, das Räuchermittel. Besorgt mir eine Todesglockenblume, einen Silberbarren, einen makellosen Rubin
und etwas Vampirstaub. Dann zeige ich euch alles. Okay, begonnen. Das einzige Heilmittel. Oh, was hier nicht alles gibt. Verpilzchen. Schön. Das hier oben war nicht richtig, deswegen hier in Richtung der Zwergenruine gehen. Da muss das doch irgendwo sein. Ja! Au! Also. Und jetzt hier. Schrein von Berin. Die Richtung dürfte es richtig sein. Also ist es vielleicht dieses komische. Da ist es. Zwergenruinen-Gedönse. Oh. Was ist denn hier passiert? Abgeschworene Warnungsstücke. Ah, da ist es. So ein Schild. Da oben auf der Karte habe ich nämlich gesucht. Da müssen wir hin. Wer bist du? Bleibt sofort stehen! Oh, noch einer von euch. Auf euren Kopf ist in Reach eine... Ah, ich hab das gehört. Ihr hättet nie herkommen sollen. Sollte es dann endlich mit den Ethereum-Splittern weitergehen. Hoffentlich. So, wo sind wir denn hier? Genau das, wo wir hin müssen. Aber kann man hier irgendwo rein? Weil hier müsste irgendwo sein. Weil wir den Ort schon mal entdeckt, wo es sein soll. Das ist doch irgendwas, was ich machen kann. Warum gibt es sonst den Ort? Irgendwas hier unter Wasser oder so? Hier soll der Punkt sein, aber an der Form ist nicht. Ah, hier oben. Aha.
doch noch was aus. Dwemer-Konvektor. Leer. Okay. Ah, auf der Seite. Diesmal habt ihr mich geschlagen. Das war, was, der dritte? Na gut, jetzt fehlt nur noch einer. Wir treffen uns am Ziel. Der ist in Nzulft. Oder so heißt der Ort. Okay. Gut. Aber jetzt werden wir erstmal für den Drachen hier töten. Wo ist der? Ach, da war ich doch noch nie. Wie soll ich zu dem da so schnell hochkommen? Reisen wir doch einfach mal schnell nach Falkenring. Und gucken uns mal ein bisschen. Oh, ich möchte eigentlich mal mit ein paar Leuten von hier sprechen. Ich war einmal Jarl, aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Okay, so soll es geschehen. Gut. Ihr sagt, ihr wart früher ja? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sidgeier. Der ist ein wahrer Freund Sirodiils. Okay, alles klar, danke. Passt auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ja, ja. Klar. Was gibt's denn hier noch? So, niemand. Nein. Oh, da waren wir. Was ist das hier? Okay, nichts Besonderes. Das hier sieht mir sehr nach der Dorfschenke. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Seid ihr ein Sturmmantel? Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen, ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. Ich habe von einem Bruder gesprochen. Wer ist das? Sein Name ist Bolund. Er arbeitet in der Sägemühle unten am Fluss. Ihr solltet nicht erwarten, lange Gespräche mit ihm führen zu können. Er redet nicht gern. Besonders nicht, wenn er Leute nicht kennt. Okay, also wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Habt ihr etwas über ein Begräbnis gesagt? Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden.
Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Das wäre mir eine Ehre. Ich danke euch. Also gut. Aufpassen. Wir holen uns wieder. Was kann ich für euch tun? Tragt ein Lied im Herzen, um den Trübsinn. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? In den letzten Wochen sind einige Leute verschwunden. Es heißt sogar, dass jetzt auch noch unsere Jäger weg sind. Sagt mal, wenn ihr auf Reisen seid, könntet ihr da nach ihnen Ausschau halten? Nach Valda und seinen Männern? Ich glaube, sie waren hinter einem Bärenheer oben im Norden. Oh, kein Dingen. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Jo, wird gemacht. Wenn ich was höre. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Ihr solltet nicht so mit mir reden. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Hör zu. Lasst das sofort. Es ist besser für euch. Das werdet ihr bereuen. Jemand muss... Ja! Das Lied hier ist besonders gut. Es ist eines der ersten Lieder, das ich... Das war schon alles! Wirklich? Das Kaiservolk. Bei Schors Gebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Faltenring. Das darf man ja wohl mal machen dürfen hier. So, Lederstreifen haben wir jetzt mal alle mitgenommen. Wer weiß, zu was die einem noch dienen können. Der liegt da tot rum. Ja, was hat er verdient? Arsch. So. Ich möchte mich jetzt bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nein, dann halt nicht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Skyrim. Bis dahin und ciao.